Hallo zusammen, mein Name ist BossyHD und ich begrüße euch zu einem weiteren Part Let's Play Amnesia. Wir befinden uns hier im Maschinenraum. Ich habe zuletzt hier noch einen Zettel eingesammelt, meine ich. Der lag vermutlich hier auf dem Tisch. Und dann schauen wir mal weiter. Hier gab es auf jeden Fall noch etwas, um den Druck einzustellen. Und ich denke mal, das war... In meinem Journal müsste es unter Notizen stehen. Genau, Anleitungen. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Alles römische Zahlen. Ich sehe gerade, die sind unterschiedlich. 3, 3, 5, 1, 2, 4. Was ist denn... 3, 6, das wäre 8. Gut, so komme ich schon mal nicht hin. 6, 5 und... Ah, das funktioniert nicht. Gut, geh wieder hoch. Ich hätte vielleicht vorrätseln sollen, bevor ich aufgenommen hätte. Was wäre denn... 5, 6... 8, 2, 6, 7, 8. Ja, wunderbar. Der Strom ist gleichmäßig und stabil. Das hört sich doch gut an. Oh, hier haben wir sogar noch, was ich fast übersehen hätte. Weitere Zunderbüchsen. Wunderbar. Hier hinten noch was? Nein. Hier vielleicht drunter. Auch nichts versteckt. Gut, ah, hier hinter könnte vielleicht noch was sein. Schauen wir mal, aber auch nichts. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Mal sehen, Moment, ist Licht an? War es nicht vor dunkel? Oh, andere Richtung. Hallo? War nix. Hier ist zwar ein Rad, aber mit dem kann ich nichts machen. Ja, geht doch mal weg. Gut. Oh, scheiße. Ja, hier war es doch vorher definitiv dunkel. Oder irre ich mich? Da geht's weiter runter und hier ist eine Tür. Gucken wir mal. Ach, verdammt. Die hätte vielleicht runterfallen sollen. Oh, was ist denn das? Ein Zahnrad. Da gehe ich später erst runter. Jetzt noch nicht, nein. Gucken wir mal hier. Hallo? Bisschen Privatsphäre sollte sein. Oh, ich dachte gerade. Yay, zwei neue Zünderbüchsen. Und noch so ein Zahnrad. Sind die vielleicht wichtig? Halt, was sind das? Strom. Und hier wird es mir ein bisschen zu dunkel. Machen wir mal so. Zünderbüchsen habe ich ja mittlerweile genug. Die kann man ja ruhig mal ein bisschen opfern. Schauen wir mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Das ist auch noch so eine Truhe, die ich aufmachen kann, oder? Nein, ich will nicht. Nix. Dann lesen wir uns mal kurz den Zettel durch. 4. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me?
I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Gut, das war anscheinend so die Geschichte, wie oder wieso Daniel überhaupt hier auf diesem Schloss ist. Moment. Lass mal gucken, was kann ich denn hiermit anfangen? Ah, halt, da stand doch auch was in den Notizen, von wegen Stäbe oder dergleichen. Ach, darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Nee, das ist was anderes. War nicht hier irgendwo was auch mit Stäben? Ah, alle Stäbe eingeschoben sind. Moment. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. In Ordnung. Das wird wahrscheinlich hier das Ding sein. Ein Kreis, Dreieck und ein Viereck. Oh, noch ein Zettel. Bin ich was übersehen. Memo, Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den inneren Studierzimmern. Für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Inneren Studierzimmern, in Ordnung. Ah, dann brauche ich die doch bestimmt hier für die Stäbe, oder? Gut. Hopp. Dann gehen wir mal weiter. Dich lassen wir dann auch hier. Dich brauchen wir dann bestimmt auch noch später. Schauen wir uns mal hier unten um. Auch wenn ich eigentlich gar nicht will. Oh, komm. Ja. Habe ich hier vielleicht noch was? Sehen tue ich mal nix. Hier hinter? Nein. Ah, das ist doch mal eine nette Lampe. Die macht es wenigstens... Ah, schön hell. Und hier habe ich noch so ein Zahnrad gefunden. Ich denke mal, die sind wirklich wichtig. Ja, komm schon mal dahin. Und noch ein Zettel. Da ist nix. Was haben wir denn hier? Ah, nee, nein. Ich glaube, die... Die müssen da drauf. Ich leg die schon mal hier hin. Macht dann aber noch nix. Noch ein Hebel. Verdammt, wie viele Hebel sind denn hier? Oh, verdammt. Ja, hier hinter ist nix. Und dann lesen wir erstmal. Moment, hier vielleicht noch was. Komm, komm. Nein. Dann lesen wir erstmal den Zettel. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Angst? Ja, hier könnten mal ein bisschen weniger Geräusche kommen. Würde mir gefallen. Holen wir mal gerade erstmal die weiteren oder die zwei Zahnräder, die ich noch oben habe. Na komm, 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 komm her. So. Ohne mit dir. Oh Mann. Ach. Aus der Hand verloren. Oh, jetzt kann ich dich gar nicht mehr aufheben. Komm, jetzt mal das andere. So, bop. Und du kommst auch noch mit. Ordnung.
Dann schauen wir mal hier weiter. Was wir hier vielleicht noch hätten. Oh, ein leerer Raum. Wie viel Öl haben wir denn? Oh, na toll, das lohnt sich jetzt nichts. Nicht. Aber nur einige Tropfen. Noch eine Zunderbüchse gefunden? Da oben ist mal nix. Da ist auch nichts versteckt. Und hier in diesen Kohlehaufen, denke ich mal. Kann ich auch nichts mitmachen. Ach, probieren wir es mal. Enthält kein Öl mehr. Super. Das ist, so viel hat es jetzt auch nicht gemacht. Ach ja, ich habe ja sogar... Oh, den Stab, den hätte ich schon mal oben reintun können. Egal. Gut. Dann... Was? Das Zahnrad passt nicht in diese Speiche. Die auch nicht? Die sehen doch gleich aus. Zweites ist natürlich direkt richtig, genauso wie das dritte. Und... Ui. An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Aha. Stimmt hier der Hebel noch. Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann. Hiermit kann ich nicht interagieren, aber ich habe hier... Wer redet da mit mir? Ich habe aber eine coole Schippe. Hiermit kann ich auch... Wow, ja, das... Ah, ich kann die auch so heben. Dann lassen wir das mal mit der Schippe. Die Geräusche im Hintergrund einfach ignorieren. Ah, alles klar, das reicht anscheinend. Und anzünden. Hey, das funktioniert gut. Klappt zu. Kannst du? Ja, kannst du. Und dann anwerfen. Wie? Was denn noch? In die andere Richtung vielleicht? Nee, kann ich nicht. Vielleicht, weil die Stäbe oben noch, noch fehlen. Hier war nichts mehr. Nichts, mit dem ich was anfangen kann. In Ordnung, dann gehen wir mal hoch. Tun einen der drei Stäbe rein, die ich habe. Den ich habe. Und dann hieß in dem Notizzettel was von dem Studierzimmer, dass da die restlichen Stäbe sein sollten. Habe ich nicht sogar da den einen Stab her? Alle drei leuchten? Tun wir den mal in die Mitte. Mal schnell schauen, ob ich die Maschine jetzt vielleicht anwerfen kann. Aber ich befürchte, wir brauchen noch die anderen zwei Stäbe. Hopp, hopp. Brennt. Hört sich zumindest so an. Brennt, glaube ich, dann noch. Und... Ach. Gut, gut, gut. Dann bin ich wahrscheinlich zu früh in den Maschinenraum hier gegangen. Ich hoffe mal, hier wartet noch nichts auf mich. Den Druck habe ich, denke ich mal, schon richtig eingestellt. Zumindest läuft hier alles. Dann gehen wir wieder zurück. Studierzimmer, aber das, den habe ich doch eigentlich gründlich durchsucht. Wo sollten da denn noch zwei Stäbe sein? Ah, schauen wir uns mal gerade die Notiz nochmal an. Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studierzimmern. Gut. Innere Studierzimmer. Vielleicht hat sich da jetzt auch... Momento... Ist das neu? Hallo, Torso. Hat sich vielleicht auch was am Brunnen geändert? Nee, der sieht doch
gleich aus. Hier kam ja auch schon der Gedanke. Nein. Hätte sein können, dass ich das Wasser mitnehmen kann, aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Gut, ich würde sagen, hier dürfte es jetzt was Neues geben, zumal hier eine riesengroße Blutlache vor dem Gästezimmer gab. Ja, war das Gästezimmer? Ich würde sagen, das sehen wir uns alles im nächsten Part an. Dann beende ich das hier, schneid das Ganze. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao!